Wir sind selbstbewusst genug, dass wir nach Georgien fliegen und dort gewinnen werden. Ja, und ob man da auf Altbewährtes zurückgreift oder Neues probiert, das wird sich zeigen. Also wie gesagt, wir wollen uns da auch nicht in die Karten schauen lassen. Die Dreierkette ist ein Prozess, den wir hiermit eingeleitet haben, der noch lange nicht am Ende ist. Ich denke mal, es war wichtig. Wir nehmen auch sicherlich viele Erkenntnisse aus dem Spiel mit. Das ist eine Sache, die wir weiterentwickeln wollen. Es geht da einfach ein Stück weit auch um Flexibilität und Variabilität. Ja, da wollen wir einfach den nächsten Schritt auch machen. Jeder Angriff wird natürlich begleitet von den Zuschauern mit einer gewissen Euphorie. Darauf müssen wir uns einstellen, dass die Mannschaft sicherlich durch den Trainerwechsel, dass es da auch neue Impulse gibt. Wurde ja angekündigt, dass Georgien auch sich nicht verstecken will, auch vielleicht ein bisschen offensiver agiert. Also wir gehen davon aus, dass es mit zunehmender Spieldauer ähnliches Spiel wird wie gegen Irland auch, oder Gibraltar, auch von der Konstellation her, auch von der Systematik her. Ja, definitiv muss ein Sieg her. Dementsprechend werden wir jetzt auch noch zweimal trainieren vorm Spiel, dass wir gut vorbereitet sind auf den Gegner und versuchen einfach von Anfang an, dominant zu sein und eben unser Spiel dem Ganzen aufzudrücken. Jeder weiß um die Qualität der Spieler, die dann noch auf der Bank saßen. Sie haben es ja gesagt, waren großer Bestandteil der Weltmeistermannschaft. Und deswegen ist es immer gut, wenn man so einen Kader zur Verfügung hat.